Und da bin ich frisch aus der Klappmühle. Und nach der Folge komme ich gleich wieder rein. Boing. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass ich mache ein bisschen von dem Mittelsteg immer aus. Kann ich mir gleich zwei Sätze mit einmal bedienen? Alter, ich komm. Nee, kann ich gar nicht. Oh, da fehlt noch einer. Hier fehlen noch alle. So, hier sind sie alle. Genau. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das am dümmsten machen, ohne dass ich hier echt noch eine Krise kriege. Können wir die oberen einfach ransetzen oder wird das... Ja, das geht. Dann können wir nämlich die als Zwischenböden benutzen und daran dann quasi mit dem Replacer-Tool die unteren ransetzen. Das sollte funktionieren. Wenn nicht, raste ich aus, verbrenn mein Haus. Ja, und dann sind wir weiter, ne? So, ein über... Oder machen wir zwei? Zwei könnte wieder zu viel sein, ne? Ne, wir belassen uns mal auf 1. Ja, wie Sprint ist jetzt hier auch nicht so doll. So. Okay. Dann tut es jetzt hier weitergehen. Hätte ich jetzt die Zwischendinger, dass wir sie überall aufgefüllt haben, sogar lassen können. Wer ist doch bekloppt. Ey, Kräser. Wieso ist Sprint immer nur so kurz? Ich verstehe das gerade gar nicht. Kann man die auf diesen Slabs nicht sprinten? Oder ist das irgendwie da verbuggt in dem Sinne, dass man, weiß nicht, nur spärlich sprinten kann? Weil es gibt ja zum Beispiel die Funktion, dass wenn man fliegt, dass man dann nicht sprintet. Kann natürlich sein, dass er quasi diese Slabs, weil man da ja auch quasi nur eine halbe Stufe höher ist als normalerweise, dass er das quasi als Fliegen betrachtet und dementsprechend dieses Sprint dann deaktiviert oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das echt, ja, gerade ein bisschen kontraproduktiv. Ich seh unseren Ofen, lol. So, na, dann laufen wir einfach mal. Ah, ja, 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 ja. Hoffentlich geht mein Plan dann auf.
Wenn nicht, beantrage ich offiziell Urlaub. Oh, schaut mal unsere Felder an. Die sind schon wieder fertig. Scheiße. Ich sterbe. Ich sterbe. Okay, die hier ernte ich tatsächlich mal, einfach weil wir Wolle wirklich dringend brauchen. Ansonsten das restliche Feld kümmern wir uns später. Habe ich auch nur getan, weil ich sowieso gerade da unten war. Dank der Schwerkraft. Ich glaube mal, neben dem Feuer sollte ich auch mal die Schwerkraft hier aktivieren. So, brauchen wir 20 haben wir noch. Aber unser Dach nimmt langsam Gestalt an und von der Farbgestaltung her würde man sagen, passt doch. Vielleicht ein bisschen sehr hell. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen dunkler ist. Von daher mal gucken, ob das wirklich von der Farbgebung her so passt. Aber ich glaube mal, dass es nicht passt. So aufwendig wie das gerade hier ist, ich glaube, wir werden es nicht nochmal bauen. Von daher passt es so weit, wie es passen muss. Und ja, würde mal sagen, sieht gut aus. So, was war nochmal genau? Einmal 40 und einmal 80. Easy. Hallo? Danke. So. Voilà, muss ich runterfallen? Das wäre nicht sehr gesund. Wenn man so richtigen inneren Rhythmus hat, der geht es jetzt sogar relativ easy, also unfallfrei, sag ich jetzt mal. Aber eben, du brauchst hier wirklich einen inneren Rhythmus, ansonsten fliegst du jetzt mal nach unten. Und ich hoffe, dass es dann gleich mit dem Replacement Tool klappt. Denn wenn nicht, gehe ich auf die Barrikade. Wieder. Man verschwindet der, man verschwindet der nicht. Das ist so random einfach. Das ist so random. Somewhere? Bisschen mittiger. Oh, zwei Reihen müssen wir noch, dann haben wir es doch schon fast wieder. Ich weiß gar nicht, was erlaubt. Ich bin noch ganz ruhig.
Bei der letzten Reihe falle ich hier wieder 30 mal runter. So, und jetzt ist nämlich genau das, was ich meinte. Die sind jetzt hier oben. Das heißt, die könnte man normalerweise nur ultra schwer ansetzen. Aber wenn ich jetzt den einen hier kopiere und jetzt hier überall gegenklicke, dann müsste er jetzt das genau da drüber und nicht da drunter. Das ist nämlich verarscht. Scheiße. Ich müsste also immer gegen die unteren klicken. Da. Was natürlich eigentlich doch gar nicht so schwer ist. Nö, das geht doch ganz easy. Okay, gut. Ich dachte gerade schon, ich bin jetzt verloren, weil doch schon wieder alles im Arsch ist. So, die unteren Ecken hier noch. Achso, ja gut, okay, die mache ich dann separat. Ach komm, mach die gleich weg. Nein. Ich wollte gerade warten, bis ich fertig bin und dann alle mit der Axt fertig machen, wegmachen, aber ich hoffe mal so viele. Kann ich nicht falsch bauen? Sagte er und baute alles falsch. So, wieder eins, ja. Oh, geht doch sogar richtig gut. Geht doch sogar relativ gut. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das schon, ich plumpse jetzt hier von ganz oben nach ganz unten, Alter. Das wäre wieder so typisch Ronny gewesen. Okay, haben wir. Jetzt die andere Seite. Mutter. Vor allem, wenn man die so im vorbeilaufen, also wenn man gerade sich selber konstant bewegt und einfach immer so im Takt klickt, dann sieht man richtig diese Verzögerung zwischen Klicken und Setzen. Völlig voll nice. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hab ich jetzt? Ne, hab ich nicht. Hab ich natürlich nicht gemacht. Wow. Bitte nicht der Fall, denn das tut er weh. 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 4 und man hat das leer. Oh, tatsächlich alle leer. Okay, ich werde mal noch. Nee, so viel brauchen wir nicht mehr. So, das müsste schon sogar schon fast reichen. Das müsste sogar schon fast reichen. 2, 3, 4. Dafür. So, was ich hier noch mal mache, ist hier auch noch mal die Dinger einsetzen. Dann haben wir das Dach so im Grund. Tatsächlich sind wir schon fertig. Sehr schön. Dazu schon wird das hier eine Tagesaktion. So, die restlichen Feinheiten, wie zum Beispiel da unten die Dinger, die machen wir in der nächsten Folge denn nächstes Mal. Aber zumindest das Grobe habe ich jetzt schon mal alles weg. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. War doch gar nicht mal so schwer. Und die Bäume hier wachsen echt nicht. Na gut, dann pflanzt wieder wieder ab. Dann wird das nichts. Schade eigentlich. Aber wir haben ja genug Kirschholz. Wie immer. Scheiße, da ist noch Lücke zwischen. Wir müssen noch weiter runter. Oder was wir auch machen können, ist, dass wir den letzten Teil tatsächlich mit diesen Treppen machen. Gut, das gucken wir dann nächstes Mal. Erst lassen wir es erstmal so. Warum wird das Zeug eigentlich immer wieder grün? Hier ist doch nichts Grünes mehr in der Nähe, oder? Nee. Warum wird es denn grün? Das müsste doch eigentlich hier ist roter werden. Weil da ist rosa, das sag ich schon, also da ist hellgrün und da ist hellgrün. Oder liegt es hier an denen? So. Naja, egal.
Hier ist sowieso alles bunt gemischt. Müssen wir auch mal irgendwann mal fixen. So, jetzt ist hier schon wesentlich angenehmer. Klar, ist hier natürlich erstmal dunkel. Später kommt hier noch Beleuchtung rein. Aber jetzt erstmal tu das so korrekt ist. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche mein Test. Ich hoffe, nächste Woche geht es wieder ein bisschen besser. Wobei ich wahrscheinlich die offene für nächste Woche jetzt gleich am Anschluss machen werde. Dann habe ich es hinter mir. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, schau mit V.